Hallo und herzlich willkommen zur Tauskop-Legung mit Ella. Ich stelle euch wieder die Karten vor, die ich in dieser Legung verwenden werde. Wir haben einmal Finde deinen wahren Weg von Colette Baron-Reed. Das sind die Karten für die allgemeinen Energien. Wir haben als Orakelkarte das Engel-Orakel für jeden Tag von Doreen Virtue. Für die Tageskarten haben wir das Tarot Familias. Das ist, muss ich mal selber schauen, Illustration Lisa Parker. Das sind also Tierkarten, also auch Katzen und so weiter. Sehr schön. Dann haben wir die Pagan-Katzenkarten. Die sind von Magdalena Messina und Artwork Lola Miragi. Also bekannte Karten und was Neues. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin gespannt und auf zu deiner Legung. Ein herzliches Willkommen, lieber Zwilling, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 15. bis 21. Juli 2019. Schön, dass du da bist und wir schauen, welche Energien für den Zwilling in dieser Woche so zur Verfügung stehen. Und du schaust, ob das in deiner Situation hilfreich ist. Das ist ganz wichtig. Und wenn es nicht hilfreich ist, dann versuch es nicht passend zu machen. Wenn es nur auch in Etappen hilfreich ist, wunderbar. Kannst du das natürlich nach Herzenslust verwenden. So, dann schauen wir mal, was von außen kommt. Was bringt dir deine Umwelt entgegen? Welche Energie? Was kommt von außen? 7 der Erde ist 7 der Münzen. Da sind ein paar Leute, die überlegen, die sind noch nicht so weit, Dinge zu entscheiden, die haben Geduld, die warten darauf, dass sich die Dinge entwickeln. Vielleicht bei dir, je nachdem, um was es geht. Wir schauen mal, wie du dich selber siehst, was du dir wünschst in dieser Woche, was deine Hoffnungen und Ängste sind, was gut ist für dich, was vielleicht nicht so gut ist und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. So. Dann wollen wir schauen, was ist an den einzelnen Wochentagen los. Nun musst du auch schauen, ob das exakt der Tag ist, der gelegt wurde oder eben ein anderer. Wenn es für dich passt, ist das auch okay, wenn du das an einem anderen Tag nutzt. Das sind fließende Energien und wichtig ist nur, dass es dich inspiriert, dass es hilfreich ist für dich. Und dann wollen wir natürlich gucken, was bringst du selber mit? Was zeigst du nach außen, lieber Zwilling, in dieser Woche? Was bringst du deiner Umwelt entgegen? Und wir haben die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter ist konfliktbereit, ja, die Dinge anzusprechen. Es ist deine Energie, es kann sein, dass es um etwas geht, etwas zu klären gibt und dass da vielleicht auch das eine oder andere harsche Wort von deiner Seite fällt. Das muss aber nicht unbedingt schlecht sein. Wir gucken uns das Ganze mal an. Nur um des Streitens willen natürlich wäre nicht gut, aber wir gucken mal, worum es in dieser Woche geht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, prima. Dann gucken wir mal, was in dieser Woche so energetisch los ist, wie du das vielleicht bewerkstelligen, lösen kannst. Wir beginnen immer mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Der Eremit, das ist die Rückzugskarte. Das heißt, so die Dinge in sich selber suchen. Ja. Wir können davon ausgehen, dass die Energie des Konfliktes irgendwo damit zu tun hat, dass vielleicht jemand von außen unentschlossen ist, nicht zu Potte kommt. Könnte sein. Dein Wunsch in dieser Woche ist die 2 der Luft, Zurückhaltung oder eine Entscheidung nicht treffen wollen. Ich würde eher für Zurückhaltung tippen, weil du mit dem Eremiten ja sowieso so ein bisschen in den Rückhalt gezogen bist und Dinge überlegst. Ja. Wir gucken mal, was sind die Hoffnungen und Ängste in dieser Woche? Das Ass der Luft, ein Neubeginn, einen glatten Schnitt, etwas hinter sich lassen. Vielleicht geht es da um etwas Unangenehmes, was du ja endlich hinter dich bringen willst. Du möchtest es zwar nicht, es ist nicht dein Wunsch, aber du möchtest irgendwo auch die Sache erledigt wissen. Das ist die Hoffnung. Was ist gut für dich? Wir haben die Herrscherin. Das ist sehr gut. Das ist die Weiblichkeit. Das ist Fruchtbarkeit. Das heißt, deine Projekte, deine Dinge, die du vorantreibst, sind auch von Erfolg gekrönt. Da musst du natürlich auch Geduld haben, bis die Dinge reif sind. Ne? Was ist denn nicht gut in dieser Woche? Wir haben die 5 der Luft. Das ist deine Energie. Aggression, Konflikt hervorzurufen wäre nicht so gut. Also selbst wenn du diese Energie in dir hast und
sauer bist, sage ich jetzt mal, oder gekränkt oder wütend, wie auch immer, versuche das so ein bisschen zurückzuhalten. Wir haben die zwei der Schwerter, dass du nicht explodierst. Das wäre nicht so gut. Der mögliche Ausgang ist die Königin der Erde. Erdenergie ist etwas langsamer. Wir haben von außen auch die sieben der Münzen. Das bedeutet langsam, aber stetig in Richtung der Sicherheit. Ja, du schaffst dir hier die Sicherheit, die du brauchst. Gucken wir mal, was an den Wochentagen so los ist. Wir haben den Narren, das ist gut, ein Neubeginn. Das ist das wahrscheinlich, worüber du nachdenkst, wie du das bewerkstelligen, wie du das erzielen kannst. Am Dienstag haben wir die zwei der Schwerter nochmal. Zurückhaltung. Ich denke, es geht darum, die Wut, den Ärger erstmal zurückzuhalten, nicht nach außen dringen zu lassen. Am Mittwoch haben wir die drei der Schwerter, da ist die Enttäuschung. Etwas brodelt in dir, etwas möchte sich Luft verschaffen, ja. Aber du hältst dich zumindest vorläufig zurück. Am Donnerstag haben wir die Welt, den Neubeginn, ein Neubeginn, wie auch immer dieser aussehen mag. Wir haben die Herrscherin, du machst einen glatten Schnitt und ich denke, dass das auch für dich von Vorteil ist in Zukunft, ja. Wir gucken mal weiter. Freitag haben wir die drei der Stäbe, das heißt sich neue Horizonte erobern. Also vielleicht Weiterbildung, Neubeginn in Richtung neues Ziel, neues Projekt, neue Sachen, Dinge, die dich neugierig machen, die dich interessieren. Fünf der Luft ist nicht gut und wir haben darunter die zwei der Stäbe. Das ist ähnlich wie die zwei der Schwerter, aber du hast schon eine Tendenz, wo du hin willst und du gehst mit Leidenschaft dem nach. Und das könnte mit diesen drei der Stäben zu tun haben, dass du eben etwas Neues anfangen möchtest. Ja, du möchtest den Neubeginn, du hast die Welt, du hast den Narren. Irgendetwas bremst dich noch aus. Und dann haben wir hier den Herrscher. Du hast die Dinge im Griff und mit der Königin der Erde kümmerst du dich darum, dass deine Sicherheit und Stabilität nicht gefährdet wird und das verteidigst du. Und wir gucken mal weiter, was wir da haben. Die sieben der Münzen ist, wie gesagt, Unentschlossenheit oder Geduld. Abwarten, bis die Dinge reif sind. Und von dir haben wir halt so ein bisschen, dass du ja die Wutperücke auf hast, warum auch immer. Der Eremit. Deine Energie, das ist der Teufel, nee, der Tod ist das, das ist die Veränderung, die Transformation, die in dir stattfindet. Und sechs der Schwerter, du bist relativ gelassen, relativ. Zwei der Schwerter, sieben der Schwerter, das ist die äußere Energie als Schwerter. Jemand versucht, mit irgendwas davon zu kommen und du bist stark genug, dich dem natürlich nicht zu ergeben, aber auch nicht auszuflippen, sag ich jetzt mal. Du merkst das, du weißt das, aber du reagierst gelassener. Ja? Das Ass der Luft, das Ass der Schwerter, fünf der Stäbe, das ist auch so ein innerer Konflikt, vielleicht Wettbewerb und vier der Münzen. Ich denke, dass du das leid bist. Dass du das leid bist, aber du hältst noch daran fest. Du lässt dich nicht beirren. Du kämpfst für das, was dir wichtig ist. Und deswegen äußerst du deinen Zorn, deine Verärgerung nicht wirklich. Die Herrscherin. Neun der Kelche, Wunscherfüllung und die Zehn der Münzen. Dadurch, dass du dich in dieser Woche zurückhältst und eben nicht aus der Hose fliegst und sauer reagierst, wenn jemand versucht, dich zu übervorteilen, denke ich, schaffst du dir den Startpunkt für etwas Neues. Die Fünf der Luft ist nicht gut. Wir haben das Ass der Kelche und wir haben den Ritter der Kelche. Das kann ein liebevolles Angebot sein, Liebe. Und vielleicht geht es um etwas in der Liebe, was dich sauer macht, ja, wo du enttäuscht bist über jemanden, was aber nichts jetzt mit deinem Status im Job zu tun hat. Dir ist es wichtig, dass du da, ich sag mal, sicher bist und diese gefühlsmäßige Sache hältst du etwas zurück. Wir haben die Königin der Erde, wir haben den Stern, die Heilung und wir haben Königin der Kelche, sich kümmern. Okay, das heißt, wir haben zwei Königinnen, jemand kümmert sich um dich. Das muss jetzt keine Frau sein, das kann auch ein Mann sein. Jemand unterstützt dich, jemand steht dir bei.
Es kann auch hier bedeuten, dass jemand dir liebevoll entgegentritt, weil du dich über etwas sehr, sehr aufregst, sehr, sehr ärgerst. Wir haben hier den Neustart bzw. auch die Möglichkeiten, die sich ergeben, mit der Herrscherin Neubeginne. Und zwar dadurch, dass du dich hier nicht beirren lässt. Wir gucken mal weiter. Der Narr. 7 der Stäbe, du bist gewappnet. Und die 5 der Münzen, du bist zurückhaltend. Das kann, wie gesagt, sein, dass du eben, ich sag mal, im Job irgendetwas hast, was dich nervt oder eine Person, die dir auf die Nerven geht. Aber du flippst nicht aus. Wir haben die 10 der Stäbe, Ballast abwerfen, und wir haben den Gehängten. Das ist auch Stillstand, aber sich einen Überblick verschaffen. Und was ich intuitiv bekomme, ist, du weißt mehr und deswegen fällt es dir nicht so schwer, dass du dich da zurückhältst. Das könnte zum Beispiel bedeuten, du hast Probleme im Job, weißt aber, dass du längst ein anderes Angebot hast. Das macht dich sicher und stabil. Du fängst neu an und deswegen brauchst du dich da nicht mehr ins Zeug zu legen. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache. Neue Wege gehen. Die Enttäuschung ist da, die 8 der Stäbe und die 2 der Münzen. Das heißt, du wägst ab, wo du zum Beispiel etwas Neues beginnen kannst, wie, oder vielleicht auch eine Versetzung, sowas in der Art, könnte das auch sein. Denn du hast direkt danach den Neubeginn mit der Welt. Knabe der Münzen, langsam aber stetig auf den nächsten Schritt, und 4 der Stäbe. Das heißt, dein Umfeld, das, was dir wichtig ist, hält dir den Rücken frei, sorgt dafür, dass du gelassen sein kannst, sorgt dafür, dass du einen Neubeginn starten kannst. Also du hast auf jeden Fall den Rückhalt, den du brauchst. Und da haben wir die 3 der Stäbe, das sind die neuen Horizonte. Hohe Priesterin ist auch wieder Geheimnisträgerin. Und ich denke, dass du eben diese Dinge nicht hinausposaunst. Knabe der Kelche, auch da wieder liebevolle Energien, die dich beflügeln, eben da weiterzumachen. Wir haben hier die Herrscherin. Du bekommst die Unterstützung, die du brauchst, deinem neuen Ziel entgegenzutreten. 2 der Stäbe, 6 der Münzen, ausgewogenes Geben und Nehmen. Und ja. Der Herrscher. Du bist Herr oder Dame über dein Königreich. Du weißt, wie du ausgewogenes Geben und Nehmen hinbekommst und welchen Weg du dazu gehen musst. Ja? Wir haben den Herrscher am Ende und wir haben die Königin der Münzen. Das ist eben auch die Königin der Erde. Und wir haben die Herrscherin. Du bist gelassen. Du nutzt diese Erdenergie eben zu sagen, okay, ich lass mich jetzt nicht provozieren, meinem Ärger Luft zu machen. Ich weiß, dass ich neue Möglichkeiten habe, dass ich durchstarten kann mit Hilfe meiner Freunde, Bekannte, Familie, wie auch immer. Ich brauche mich da nicht zu involvieren, nicht aufzuregen. Natürlich regt es mich auf, aber ich zeige das nicht. Ich halte das hier zurück, denn ich weiß, dass ich ausgewogenes Geben und Nehmen woanders finde. Und das beflügelt mich oder macht mich eben zu der starken Persönlichkeit. Die Heilung und der Neustart sind sozusagen schon geplant und damit brauchst du dich in alten Sachen nicht mehr zu involvieren und da hast du die Unterstützung, die du brauchst. Das sieht sehr gut aus. Ich glaube, dass jemand von außen wartet, dass du eben dich provozieren lässt und das solltest du gerade in dieser Woche eben nicht zulassen. Du möchtest einen Neubeginn. Und hältst auch daran fest, natürlich. Wir haben hier den Neubeginn, der innere Konflikt. Du hältst das zurück, bis du weißt, dass alles in trockenen Tüchern ist, Königin der Erde. Und dann sagst du, Leute, ich bin weg, sozusagen. Kann natürlich auch, weil ich habe jetzt hier eine Orakelkarte, die heißt neuer Partner gezogen, dass es um eine Partnerschaft geht. Kann durchaus auch sein, ja. Du fühlst dich aber durch jemanden etwas bestärkt, versichert, dass du eben in sicheren Hafen einläufst sozusagen. Und deshalb kannst du erstmal deine Gefühle oder deine Wut auch im Zaum halten, bis es dann soweit ist, wo du den Schritt gehst und dann alles hinter dir lässt. Wir haben neuer Partner als Orakelkarte. Eine zufällige Begegnung ist kein Irrtum. Sie ist von den himmlischen Kräften orchestriert als Katalysator, damit die Dinge in Gang gebracht werden, die deine Gebete Früchte tragen lassen. Achte aufmerksam auf alle neuen Menschen,
die von uns gesandt in dein Leben treten. Du wirst sie durch dein Gefühl der Vertrautheit und Unbeschwertheit erkennen und wissen, dass dir durch diese Person nur Gutes widerfahren wird. Also die liebevolle Energie, die zu dir kommt, während du vielleicht in Rage bist und alles hinschmeißen möchtest, ist eine Bestärkung darin, dass du dich eben zusammenreißt und sagst, Leute, ich gehe es an, ich möchte mein Ziel erreichen und das erreiche ich eben nicht, indem ich mich vielleicht auch negativ äußere oder meiner Wut Ausdruck verleihe, sondern ich halte mich zurück, werfe praktisch den Ballast ab, indem ich mir neue Ziele suche. Wir haben die drei der Stäbe, das ist neuer Horizont, das sind neue Dinge, die dich neugierig machen, die dich interessieren, wo du dich hinbewegst, das ist fruchtbar, das ist von Erfolg gekrönt, das ist deine Wunscherfüllung. Ja, und die riskierst du eben nicht, indem du dann ausflippst, sondern du sagst, ich weiß mehr mit der Hohepriesterin. Ich weiß mehr und deswegen kann ich das gut durchhalten und sagen, Cheerio, Miss Sophie, ich bin dann mal weg. Das muss jetzt nicht alles nur in dieser Woche passieren. Das kann auch sein, dass sich das über einen längeren Zeitraum hinzieht. Aber du bist sozusagen in der Planung, in der Vorbereitung, die Dinge in die Hand zu nehmen und wirklich deinen Weg zu gehen. Und das klingt wirklich sehr gut. Das Einzige, was in dieser Woche schwierig ist, ist eben deine Energie der Wutperücke zurückzuhalten und dich eben den Dingen erstmal offensichtlich zu fügen, um dann eine Überraschung zu präsentieren, zu sagen, so, ich habe was Besseres und das hier ist für mich Vergangenheit. Das kann eine Person sein, das kann auch ein Job sein, das kann irgendwas in der Richtung sein, von dem du dich über lange Sicht auf jeden Fall verabschieden wirst. Und ja, du lernst neue Leute kennen oder wie gesagt, könnte auch wie gesagt ein neuer Job sein oder was, die dir das Gefühl geben, das kann ich so machen. Ja? Und da musst du natürlich auf deine Intuition hören. Das ist ganz wichtig. Ja, lieber Zwilling, das klingt sehr spannend, sehr aufregend und es eröffnet dir neue Möglichkeiten, neue Perspektiven, an die du vielleicht vorher nicht gedacht hast. Klingt sehr gut. Ich bin gespannt, inwieweit das für dich passt. Freue mich natürlich dann über deine Kommentare und hoffe, dass das möglichst hilfreich ist für dich. Also würde ich mich freuen, wenn du mir dann mitteilst, inwieweit das für dich passt und du das umsetzen kannst. Wie gesagt, das kann sich auch noch ein bisschen hinziehen. Solche Sachen bricht man nicht übers Knie. Das kann auch ein bisschen dauern. Aber ich denke, dass zumindest schon mal die Weichen dahingestellt werden in dieser Woche. Also dann, wenn es hilfreich war, bitte ein Däumchen hoch. Ich wünsche dir den bestmöglichen Erfolg, den du dabei erreichen kannst und natürlich die Kraft, eben nicht dich provozieren zu lassen. Das ist ganz wichtig in dieser Woche. Mach's gut und dann bin ich sehr gespannt. Bis nächste Woche. Tschüss.